Guten Tag. Im Vorfeld der Bundestagswahl habe ich alle im Bundestag vertretenen Parteien sowie die Freien Wähler und die Basis angeschrieben, um ein Gespräch gebeten. Bislang haben sich gemeldet die Freien Wähler, die Basis und die AfD. Und ich begrüße heute hier im Gespräch den Parteivorsitzenden der AfD, Herr Tino Kupala. Guten Tag. Ja, guten Tag. Hallo, Herr Reitschuster. Sie sind wohl einer der meistverhasstesten Politiker bei den Journalisten-Kollegen. Worauf führen Sie denn das zurück? Ja, ich würde jetzt nicht gleich von Hass sprechen. Sicherlich sind unsere Positionen als Partei bekannt. Wir werden nicht von allen gemocht, aber das ist ja im Umkehr auch nicht anders. Also ich mag auch nicht alle Journalisten, das gehört dazu, aber wir, denke ich, sind alles Profis. Von daher werden wir auch professionell mit den Journalisten zusammenarbeiten. Wir haben natürlich als AfD, als Partei, ein anderes Wahlprogramm. Wir haben ein ehrliches Wahlprogramm, am gesunden Menschenverstand orientiert und wir sind eben die Alternative und das stört natürlich sicherlich den Mainstream. Nun wissen Sie ja, was Ihnen meistens vorgeworfen wird, dass es keine klare Distanzierung von extremistischen Positionen gibt. Warum positionieren Sie sich da nicht klarer? Der Siegbert Dröse, Kandidat von Ihnen, der ist zum Beispiel bekannt dafür, dass er vor der Wolfschanze, also dem Führerhauptquartier, posiert hat. Sie haben dann gesagt, naja, der hat ein gutes Führungszeugnis. Wäre es da nicht sinnvoll, sich klarer zu positionieren? Ich denke, Herr Dröse hat sich zu diesen Punkten x-mal positioniert und hat ja auch erklärt, wie es dazu gekommen ist. Und das ist natürlich immer wieder klar, dass die Medien alle Dinge, die schon teilweise 6, 7 Jahre zurückliegen, und das trifft zum Beispiel bei Herrn Dröse zu, ich würde das in keinster Weise legitimieren, wenngleich auch der Kontext dort auch wieder aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Die Mainstream-Medien, aber auch die Altparteien wiederholen natürlich im Minutentakt quasi diese Dinge. Ich beurteile aktuelle Dinge in der Partei, Aussagen der Partei, aber nicht die Dinge, die vor 10 Jahren passiert sind. Dazu haben wir Stellung bezogen und das ist auch irgendwann mal abgearbeitet. Herr Kupala, Sie werden ja in Interviews oft ins Kreuzverhör genommen und all das ist durchgesprochen. Und meine Herangehensweise ist ja immer, dass ich das mache, was die großen Medien nicht so sehr machen. Darum möchte ich mich heute mit Ihnen vor allem aufs Inhaltliche konzentrieren, weil diese ganzen Punkte, das kann man 100-mal anschauen und aufrufen. Einen Punkt, den kann ich Ihnen aber nicht ersparen. Ich bin ja Russland-Experte und kenne Putin auch persönlich und bin Kritiker. Und Sie sind ja bekannt für Ihre Putin-Nähe. Ich lese Ihnen mal vor, was Herr Steinhöfel getweetet hat, der ja auch Anwalt der AfD ist, also kein AfD-Hasser. Er sagte, die Äußerungen von Kupala in Moskau waren kein Versehen und sind daher unentschuldbar. Seine Rede war widerlich, ahnungslos, beschämend und genuin dumm. Wer so etwas sagt, ist als Spitzenkandidat einer im Bundestag vertretenen Partei untragbar. Er bezog sich darauf, dass Sie gesagt haben, dass die Alliierten nach 1945 eine Propaganda betrieben haben, die der Hitler-Propaganda geglichen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, das ist aber genau das schon wieder falsch aus dem Zusammenhang gerissen worden und aus dem Kontext. Also das habe ich in keinster Weise in meiner Rede gesagt. Die Rede ist auf meiner Facebook-Seite, die kann sich jeder anhören und kann nachvollziehen, ob ich das verglichen habe mit Nazi-Deutschland in keinster Weise. Ich habe von Re-Education gesprochen. Jeder kann nachvollziehen und nachlesen, was das bedeutet. Und das ist ja in der Tat geschichtlich auch gesichert, dass es im Osten genauso wie im Westen zu Re-Education kam. Im Übrigen, und da müsste Herrn Steinhöfel mal ein bisschen nachdenken, wenn er sowas äußert, wer gehörte denn zu den Alliierten? Im Übrigen auch die Sowjetunion nach 1945 oder beziehungsweise zur Zeiten des Krieges war die Sowjetunion Teil der Alliierten. Also die beziehe ich ja dort mit ein. Wobei sie dann die alle in einen Topf werfen sozusagen. Und es ist ja doch so, dass die Westen... Ja, natürlich gab es die auch in den alten Bundesländern. Ja, das gab es ja auch in den alten Bundesländern. Gibt es ja klare Programme dazu. Kann man alles nachlesen. Also von daher denke ich, ist es natürlich nach 1945 auch mit der Amerikanisierung in den alten Bundesländern dazu gekommen, dass natürlich versucht wurde, auch die Bevölkerung umzuschwenken, dass man hier eine Umschulung auch vornehmen wollte. Und das ist ja auch gelungen ein Stück weit, was die Demokratie angeht, aber auch was natürlich die Bevölkerung angeht. Ihnen wird ja vorgeworfen, dass Sie da Putins Russland näher seien als der NATO. Trifft das zu oder ist das eine Falschinterpretation Ihrer Aussagen? Ja, wissen Sie, das ist genau der Punkt, wo man schon wieder versucht, einen Spalt reinzutreiben. Ich bin für Dialogbereitschaft für alle Seiten. Das bedeutet für Russland genauso wie für Amerika. Wir sind im Zentrum Europas. Für mich gehört Russland zu Europa. Und deswegen müssen wir mit Nachbarstaaten und mit europäischen Staaten gute Beziehungen führen. Das ist im wirtschaftlichen Interesse, aber natürlich auch im Friedensinteresse Europas.
Und das nehme ich natürlich gerade als Ostdeutscher wahr. Ich habe auch zum Beispiel stark die Truppenaufmärsche der Alliierten bzw. der NATO gesehen, auch die Provokationen, die an der ukrainischen, polnischen Grenze stattfinden, was zum Beispiel die Übungen dort angeht. Das nimmt die Bevölkerung sehr ernst und wahr. Und ich bin Volksvertreter und vertrete die Interessen der Deutschen. Und das ist mein Ansatz, mein Politikansatz. Und das werde ich dann auch in Zukunft kritisieren, auf der einen Seite wie auf der anderen. Herr Kopala, Sie sprechen jetzt von Provokationen Russlands an der Grenze. Das verurteilen Sie, aber bei der Krim ist die AfD in der Verurteilung immer nicht so scharf, oder täusche ich mich da? Ja, wir müssen es ja nur als gegebenen Fakt ansehen. Russland wird die Krim nicht zurückgeben. Die Krim wurde annektiert, das ist richtig. Das sehen Sie auch so, ja, also als völkerrechtswidrige Annexion. Natürlich, ja, aber es ist ein gegebener Zustand. Und wir sind uns alle einig, da wurden Fakten geschaffen, aber allerdings ohne ein Blutvergießen. Auch das müssen wir mal berücksichtigen. Es gibt ähnliche Beispiele, auch in Israel, in anderen Ländern, wo es zu ähnlicher Landnahme kam, wo die Kritik der Bundesregierung, was völkerrechtlich auch im großen Widerspruch steht, nicht da ist. Und das möchte ich einfach auch zur Sprache bringen. Und Golanhöhe. Golanhöhen ist genau das Gleiche, wo auch völkerrechtswidrig ein großes Problem herrscht. Was nicht geklärt ist, das wird nicht mehr angesprochen, es wird als gegeben hingenommen. Und das Gleiche wird auch bei der Krim passieren. Russland wird diese Krim nicht mehr zurückgeben. Die Bevölkerung übrigens, ein Großteil der Bevölkerung der Krim, möchte auch zu Russland. Auch das muss man einfach anerkennen. Gut, da können wir jetzt lange, aber wir wollen ja keine Krim-Diskussion heute führen. Eben, aber dann noch ganz kurz zum Thema Russland. Ich kenne zum Beispiel einen recht bekannten CDU-Politiker, der sagt, er hat eigentlich in vielem Verständnis für die Positionen der AfD. Er könnte aber nie reingehen, weil die so Putin-freundlich sind und weil die am langen Arm Russlands sind, in Anführungszeichen. Wie stehen Sie dazu? Es gibt ja auch immer wieder die Vorwürfe, Sie würden von Russland mitfinanziert. Ist da was dran? Ist da nichts dran? Also ich habe bis jetzt noch keine finanziellen Zuwendungen von Russland bekommen. Wie gesagt, ich stehe für den Dialog. Wir haben gerade als Ostdeutsche und in der Weise mache ich natürlich auch Politik für die Deutschen, auch für die Ostdeutschen, große, gute wirtschaftliche Beziehungen. Wir hatten mit Russland selbst in Zeiten des Kalten Krieges, und die Russen waren nicht unbedingt die Freunde auch in der damaligen DDR, hatten wir trotzdem gute wirtschaftliche Beziehungen, was zum Beispiel auch die Energiesicherheit angeht, was unsere Erdgaslieferung angeht. War Russland für uns immer ein verlässlicher Partner. Auch das habe ich in den Gesprächen zum Beispiel in Moskau immer wieder gespürt. Und deswegen heißt es für mich, klar, muss man natürlich Konflikte ansprechen, Kritik üben. Das habe ich genauso in Russland auch gemacht. Aber das werde ich natürlich nicht medial, öffentlich herausposaunen, um was wir dort alles gesprochen haben. Ich halte das wichtig, dass wir den Dialogsfaden aufrechterhalten. Und das ist für mich wichtig. Und das werde ich auch weiterhin unterstützen. Allerdings möchte ich diese guten Beziehungen genauso mit da Amerika, ganz klar. Da klingen Sie jetzt fast wie Herr Schröder. Entschuldigung. Und was die Beziehung zu Russland angeht, Sie sind ja für einen Austritt aus der EU und viele werfen Ihnen vor, die AfD stünde nicht mit beiden Beinen sozusagen in der NATO. Ist da was dran? Sie sagten, Sie wollen auch die guten Beziehungen zu Amerika. Wir sind NATO-Mitglied, wir stehen zu unserer Bündnisverpflichtung. Allerdings sehe ich sehr kritisch zum Beispiel, und das haben wir auch im Bundestag mit mehreren Anträgen auch gezeigt, was den Einsatz zum Beispiel in Afghanistan angeht. UN-gedeckte Mandate unterstütze ich auch und unterstütze auch die AfD. Alles andere, was nicht völkerrechtsmäßig gedeckt ist, und das war der Einsatz in Afghanistan nicht, lehnen wir ab. Wir sagen ganz klar, dass die Bundeswehr hier auch die Interessen auch Deutschlands mehr in Einklang nehmen muss. Und wir haben ja erlebt, dass dieses stoische Folgen der USA-Doktrin, was die Auslandseinsätze angeht, bislang immer im Fiasko geendet ist. Afghanistan ist ja das beste und prägendste Beispiel. Dort, wo die Amerikaner die letzten Jahre versucht haben, Demokratie hinbringen zu wollen, und das ist ja nicht bloß Afghanistan, das ist Irak, das ist Libyen, das ist Syrien, das ist, wenn man in die Geschichte geht, Nicaragua. Wurde überall verbrannte Erde hinterlassen. Es wurden tausende Zivilisten getötet. Das verkennt man immer. Und das muss man einfach mitbenennen und auch kritisieren. Und das tue ich. Also müssen Sie dann aber den Russen auch vorwerfen, beziehungsweise umgekehrt nicht vorwerfen, weil wir ja keine Bündnispartner sind. Und ein letztes abschließendes Wort nochmal zu Russland. Sie sagten die Versorgungssicherheit. Andere Länder haben da andere Erfahrungen. Aber damit schließen wir Russland auch ab. Weil jetzt haben wir 10 Minuten und wir wollen ja kein Russland-Interview. Wir sind ja im Wahlkampf. Und darum wollen wir jetzt auch zu anderen Themen kommen.
Mich würde mal Ihre Wirtschaftspolitik interessieren. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, das ist auch bei anderen Parteien so, dass ich Ihr Parteiprogramm dann nicht aufmerksam gelesen habe und sozusagen mich hier aus zweiter Hand informiere. Ich weiß, das ist schlecht, aber ich schaffe eben nicht alles zeitlich. Und die einen sagen, sie seien sehr wirtschaftsnah, die anderen sagen, sie hätten da eher sozialistische Elemente. Vielleicht können Sie mal kurz Ihr Wirtschaftsprogramm erläutern, gerade vor diesem Hintergrund dieser beiden Extreme, also zu wirtschaftsnah, sozialistische Elemente. Ja, also sozialistische Einschläge haben wir ja keine in unserem Wahlprogramm. Da kann jeder sich das durchlesen. Das halte ich schon wieder völlig für überspitzt. Wir stehen absolut zur sozialen Marktwirtschaft und wir erleben ja in unserem Land, dass die soziale Marktwirtschaft aus den Fugen geraten ist. Dass der Staat immer mehr übergriffig wird und das lehnen wir natürlich ab. Ich bin selbst Unternehmer, also von daher weiß ich auch, von was ich spreche, wie der Staat sich mittlerweile immer mehr in die Belange des Mittelstandes, des Handwerkes einmischt. Das sind die Leistungsträger in diesem Land, diese Sparte, Mittelstand und Handwerk, beschäftigt die meisten Menschen in diesem Land, schafft die meisten Arbeitsplätze und vor allen Dingen erzeugt und erwirtschaftet wertschöpfend. Und das ist für mich wichtig, Steuern und Abgaben. Das machen nicht die Großkonzerne wie Amazon und Google und Facebook. Also von daher wollen wir dort die Entlastung. Und was natürlich zu einem Wirtschaftskonzept unbedingt dazugehört, und das versuche ich immer wieder klarzumachen, dass man sich die Kassenlage erstmal anschaut, dass wir uns die Bilanz anschauen, wie aktuell die Bundesrepublik Deutschland aufgestellt ist. Das heißt, wir brauchen, bevor wir über Entlastung sprechen und Belastungen, erstmal einen Kassensturz. Wir müssen die Einnahmenseite der Ausgabenseite gegenüberstellen und dann können wir auch mal einschätzen, dass wir vor allem in der Ausgabenseite Einsparpotenziale haben und die müssen wir endlich mal ausschöpfen. Bei uns hat sich mittlerweile ein Trend eingeschlichen in Deutschland, wenn das Geld nicht reicht, werden die Einnahmen weiter erhöht. Wir haben die höchsten Abgaben und die höchste Steuerlast mittlerweile Europa, wenn nicht gar weltweit. Das treibt teilweise auch die Unternehmen, auch gut geschultes und gut ausgebildetes Personal, Fachkräfte aus dem Land. Wir müssen uns fragen, warum verlassen 150.000 bis 200.000 Menschen jedes Jahr das Land? Weil sie hier wahrscheinlich die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben, nicht mehr haben, eine Firma gründen zu wollen. Also es hat ja kaum noch jemand Lust, sich selbstständig zu machen, überhaupt hier aktiv zu werden. Und deswegen sagen wir Kassensturz klar benennen und natürlich auch Einsparmöglichkeiten dann vollziehen. Wir wollen Substanzsteuern abschaffen zum Beispiel. Wir wollen es hauptsächlich auf die Einkommens- und die Umsatzsteuer beschränken, um das Steuersystem endlich vereinfachen. Also auch eine Steuerreform nach Kirchhoff muss es in Deutschland geben. Es ist dringend geboten, damit auch hier eine gewisse Steuergerechtigkeit kommt und dann kann man auch den Mittelstand, Handwerk weiter entlasten. Einführung einer Digitalsteuer, ein wichtiges Thema. Es kann nicht sein, dass Amazon hier kaum Steuern bezahlt und im Endeffekt der Mittelstand darunter ja zum Teil leidet. Auch dieses Unternehmen benutzt deutsche Infrastruktur und muss natürlich sich genauso auch am Gemeinwohl mitbeteiligen. Das sind so einige Eckpunkte. Wir können gerne noch mal in die Details gehen. In dem Spannungsbogen mehr Unterstützung für sozial Schwache, Steuerentlastungen, wo steht da die AfD? Ja, wir stehen zum aktuellen Mindestlohn, das ist ganz klar. Und wir wollen natürlich auch die Familien entlasten. Und das bedeutet, dieses Einsparpotenzial habe ich noch nicht gebracht. Was ja alle belastet, ist zum Beispiel die CO2-Steuer, die ja auf alle Bereiche des Lebens wirkt. Nehmen wir nur den Benzinpreis. Es trifft also nicht nur die Wirtschaft, den Mittelstand, sondern natürlich hauptsächlich auch Familien, hauptsächlich auch viele Pendler. Und wir haben ja immer mehr Pendler in unserem Land, die weite Strecken auf Arbeit fahren müssen. Mittlerweile spricht man ja davon, dass zum Beispiel auch Pendeln im Umkreis von 150 Kilometern als normal und gegeben angesehen wird. Und ich halte das schon für eine sehr weite Strecke und auch vom Kosten- und im Übrigen auch vom Umweltbewusstsein. Wir reden ja immer von Klimaschutz. Ich sage hier, für uns ist als AfD wichtig der Umweltschutz. Und das kann ja nicht die Hauptvoraussetzung sein, dass immer mehr Menschen pendeln müssen, dass der ländliche Raum vernachlässigt wird. Und deswegen muss es hier diese Entlastung geben. Und das heißt Entlastung ganz klar, dass dieser moderne Ablasshandel, ich bezeichne es immer gerne so die CO2-Steuer, die ja nächstes Jahr mit dem Wohlwollen im Übrigen aller anderen Parteien weiterhin steigen soll. Also auf 55 Euro die Tonne bis zum Jahr 2025, was Mehrkosten für eine vierköpfige Familie von aktuell 1.500 bis 2.000 Euro bedeutet. Also hier muss die Entlastung schon mal hin und damit entlasten wir sozial Schwache, genauso wie auch den Mittelstand und das Handwerk. Ihre Kritiker bezeichnen Sie als Klimaleugner. Ich finde diesen Begriff unsinnig, weil niemand das Klima leugnet. Aber Sie wissen, was gemeint ist als Leugner des in Anführungszeichen menschlich gemachten Klimawandels. Wie stehen Sie zu diesen Vorwürfen?
Genau, Sie haben es richtig gesagt, der Klimawandel ist existent, den leugnet bei uns niemand. Wir wollen, und das bekräftige ich immer, den Klimawandel gestalten. Das ist für mich ein wesentlicher Unterschied. Und vor allen Dingen, auf was ich immer hinweise, ist, welchen Einfluss denn diese CO2-Debatte, die ja wirklich in Form von einer Religion mittlerweile hier entstanden ist, mit Panik und Angstmache, welchen Einfluss dieser CO2-Bereich überhaupt auf das Klima hat. Wir sprechen von 0,04% CO2-Anteil in unserer Atmosphäre. Und davon, von diesen 0,04%, sind 96% natürlichen Ursprungs. Also wir reden nur von 4% dieser 0,04%, die menschengemacht sind. Und ob die diesen Einfluss haben, der uns weisgemacht wird, bezweifle ich stark. Im Übrigen auch viele Wissenschaftler. Es wird ja mal davon gesprochen, 97% der Wissenschaftler sagen, das ist alles menschengemacht. Das ist auch ja eine falsche Behauptung. Also hier möchten wir auch einen breiteren Diskurs haben. Auch Gegenmeinungen müssen hier dargestellt werden. Weil im Endeffekt muss die Bevölkerung auch dieses mittragen können und mittragen wollen. Aktuell, sage ich, ist das hier eine Religion, die geschaffen wird, eine Angst- und Panikmache. Und wir reden nicht bloß vom Klimawandel, diesen Begriff Klimaschutz finde ich schon falsch, weil man kann das Klima einen statistischen Wert nicht schützen. Ja? Und deswegen haben wir natürlich andere Konzepte dazu und wollen auch hier ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Pragmatismus in diese Debatte bringen. Herr Krupalla, jetzt haben Sie aber, glaube ich, einen Zahlendreher reingebracht, weil ich glaube, diese 0,04%, Sie sagen, davon sind 96% nicht menschengemacht, sondern von der Natur. Ich glaube, diese 0,04, das sind schon die menschlich gemachten. Also ich glaube, 96% sind menschengemacht. Ich glaube, das war jetzt mit den Zahlen. Kann das sein, dass ich mich irre? Menschengemacht sind 0,016%. Das sind die 4% von den 0,04. Und die 0,04, das sind... Das ist der gesamte Anteil des CO2 in der Atmosphäre. Dann habe ich es falsch verstanden. Genau, das ist der Anteil von CO2. Genau. Aber es ist nicht so, dass von 0,04 jetzt, dann sind wir jetzt wieder richtig. Und davon hat Deutschland dann, glaube ich, wiederum auch 3 oder 4%. Ja, also da kommen wir dann... 1,9, was ich habe, aber ich will mich jetzt nicht um eine halbe Prozent... Also da kommen wir dann in ganz viele Nullen. Ist 1,9%, ja. Wie gesagt, also auch hier muss man ja mal davon sprechen, welchen Einfluss diese CO2 hat und ob es wirklich der Klimakiller an sich ist. Es gibt ja auch durchaus Vorteile von CO2, das muss man ja auch benennen, auch wachstumsmäßig. Und wie gesagt, Pragmatismus, Klimawandel gestalten, das bedeutet auch in Form von Katastrophenschutz, dass wir uns diesen stellen. Das Klima hat sich seit tausenden von Jahren immer verändert. Es gab schlimme Hochwasser, schlimme Dürren, schlimme Regenfälle, auch in Zeiten der Nicht-Industrialisierung vor unserer Zeit, und die hatten ja auch Gründe. Ja, also jetzt diese Panik zu verbreiten, vor allen Dingen um den Menschen, um den Bürger natürlich Geld abzupressen, ich glaube nicht, dass wir mit der EEG-Umlage in irgendeiner Weise das Klima ändern. Was schlagen Sie dann vor, die ganzen Klimaschutzprojekte und Maßnahmen wie die CO2-Steuer streichen? Klimaschutzprojekte in dieser Form, ich sage es ja, wir beziehen uns hier auf den Naturschutz. Das ist für mich wichtig und deswegen habe ich ja einige Punkte schon angesprochen. Wenn wir den ländlichen Raum zum Beispiel stärken als einfache Position unserer Partei, dann, und wenn wir die Landwirtschaft zum Beispiel auch im ländlichen Raum stärken, verkürzen wir zum Beispiel Lieferketten, Lieferwege. Damit schützen wir Umwelt, indem die Menschen nicht mehr weiter pendeln müssen, indem auch auskömmliche Arbeitsplätze in den Regionen entstanden sind, verkürzen wir Pendelwege, verkürzen wir Autofahrten. So ist für mich pragmatische Klimapolitik bzw. Umweltpolitik möglich. Wir wollen alle sauberes Wasser, saubere Luft. Und ich glaube, wir haben die letzten Jahre in Deutschland schon viel getan dafür. Wir sind ja nun nicht das Land der Umweltverschmutzer, was uns immer vorgeworfen wird. Ich möchte dort ein Stück weit Pragmatismus. Deutschland wollte schon mal die Welt erobern. Jetzt wollen wir die Welt retten. Ich denke, beides wird scheitern. Und das erste ist ja auch gescheitert, Gott sei Dank. Wie steht die AfD zur Bildungspolitik? Ich weiß, das ist Ländersache, aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben Sie ja eine Meinung dazu. Ich habe eine Meinung dazu. Auch unsere Position ist klar. Wir wollen mehr Meister statt Master. Das ist ein Schlagwort. Ich komme aus dem Handwerk. Ich nehme als Beispiel mal den Bundesbildungsbericht, den aktuellen, der wirklich erschreckend ist. Und das ist für mich so ein Stück weit ein Sinnbild auch unserer Bildungsmisere, wenn ich dort lese, wie viele Menschen, junge Menschen, jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Das sind 50.000 junge Menschen. Oder in der Alterskohorte der 20- bis 34-Jährigen haben 2,2 Millionen junge Menschen in diesem Land keinen Berufsabschluss.
Und das muss uns zu denken geben. Und wir müssen die Ursache hier endlich beheben, indem wir unsere eigene Jugend fördern, aber natürlich auch fordern, dass natürlich ein Schulabschluss notwendig ist. Das bedeutet, Berufsschulen im ländlichen Raum belassen, nicht alles zentralisieren, hier die Förderung voranbringen. Dann brauchen wir nämlich im nächsten Schritt auch nicht über Fachkräftezuwanderung, was ich ja eine absolute falsche Diskussion halte, darüber diskutieren, weil wir hinterlassen ja im Prinzip mit den 2,2 Millionen jungen deutschen Menschen auch Probleme für die Zukunft. Von welchem Geld wollen die Menschen mal leben? Was sollen die eigentlich mal für eine Rente bekommen mit diesem Schulabschluss, mit diesem Berufsabschluss? Das kann uns nicht egal sein. Auch hier sagen wir, die deutschen Interessen zuerst, bevor wir uns über Fachkräftezuwanderung etc. unterhalten, sollte man sich diesem Problem annehmen, Bildung stärken, aber auch natürlich fördern und fordern. Jetzt haben Sie ein Thema angesprochen, das ja gemeinhin als genuines Thema der AfD gilt, Zuwanderung. Ihre politischen Gegner sagen, wir brauchen diese Zuwanderung, ohne diese Zuwanderung geht es nicht in Deutschland. Sie haben es teilweise schon angesprochen und auch beantwortet. Sie sehen das nicht so, Sie haben das jetzt auf das Thema Fachkräftezuwanderung bezogen. Sehen Sie das generell so anders als Ihre Konkurrenten, dass wir keine Zuwanderung brauchen? Ja, zumindest sehe ich es wesentlich differenzierter. Wir sind in Europa das dicht besiedelste Land und wir reden immer noch weiter von Zuwanderung, noch dazu von Fachkräftezuwanderung. Das mag in einzelnen Fällen durchaus sinnvoll sein und die lehne ich auch nicht oder die lehnen wir auch nicht grundsätzlich ab. Aber wir wollen das auf nationaler Ebene regeln. Wir wollen entscheiden, wer kommt. Ähnlich wie es im Übrigen andere europäische Länder mittlerweile aber insgesamt immer mehr in diesem Bereich kommen. Österreich, auch Dänemark ist da sehr weit fortgeschritten. Unser Bezug geht auf das japanische Modell. Auch ein Punktemodell kann durchaus dort Sinn machen, dass wir sagen, wer hierher kommen möchte, muss die deutsche Sprache können, kann sich gerne, wenn er einen Beruf schon hat, beziehungsweise wenn er eine Arbeitsstelle schon hat, kann sich hier natürlich auch niederlassen. Das ist kein Problem, solange er auch wertschöpfend hier unserer Gesellschaft dazu beiträgt. Wir wollen das auf nationaler Ebene regeln und diese Menschen sind bei uns herzlich willkommen. Nochmal, wir müssen uns natürlich auch überlegen, ich höre das ja auch immer gerade in den ostdeutschen Bundesländern, in den strukturschwachen Regionen, wenn dann davon gesprochen wird, wir brauchen Zuwanderung, weil es sind so und so viele Leute abgewandert. Hier muss es wieder Menschen geben, die herkommen. Da muss man aber die Frage stellen, warum sind denn die Menschen vorher abgewandert? Also es ist ja ein Trugschluss zu meinen, wir siedeln jetzt 400.000 Afghanen in Gebiet XY an und die würden dort alle bleiben. Auch die werden natürlich irgendwann dem weiteren Druck folgen, irgendwo noch besser zu leben, noch mehr Geld eventuell zu verdienen und wandern eben weiter ab. Das ist ja auch die Fluchtbewegung beziehungsweise auch die Bewegung der Arbeitskräfte, wenn man sich gesamt Europa anschaut, von der Ukraine angefangen über Polen, Deutschland bis nach Frankreich, England etc. Viele deutsche gute Fachkräfte gehen nach England, auch weil sie dort bessere Bedingungen haben, Steuerbedingungen, finanzielle Bedingungen. Also hier müssen wir natürlich für unsere Bevölkerung im ländlichen Raum die Strukturen schaffen, dass die Menschen erstmal bleiben, bevor wir überhaupt über Zuwanderung diskutieren, weil das sind die falschen Anreize. Wie soll mit Ausländern umgegangen werden, die sich nicht integrieren können oder nicht integrieren wollen? Ja gut, dann müssen wir erstmal insgesamt unsere Politik anschauen in Deutschland. Wir haben aktuell 300.000 Menschen, die auch kein Bleiberecht in diesem Land haben, wo der Asylantrag abgelehnt ist, kriminell werden. Das ist für uns eine unverrückbare Position. Sofortige Abschieben dieser Personengruppen, 300.000 Menschen, die auch Sozialleistungen in diesem Land bekommen. Das sind Milliardenbeträge, von denen ich auch spreche, was den Kassensturz betrifft, die natürlich eingespart werden müssen. Und wir müssen hier endlich mal konsequent auch unsere Gesetze anwenden. Also wir haben ja diese gesamte Gesetzgebung da. Ist ja nicht so, als wenn wir ja neue Gesetze schaffen müssten, um diese Person abzuweisen. Nein, wir müssen sie anwenden und strikt ausweisen, abschieben. Aber das geht ja oft nicht, weil die jeweiligen Herkunftsländer entweder die Aufnahme verweigern oder keine Pässe vorhanden sind und die Herkunftsländer nicht kooperativ sind, wenn es um Ersatzpapiere geht. Wie kann man damit umgehen? Ja, das ist genau der Ansatz einer vernünftigen Außenpolitik, dass man mit diesen Ländern natürlich Vereinbarungen fasst, ähnlich wie es vielleicht jetzt sogar mit Afghanistan passiert. Und wenn diese Länder nicht kooperativ sind, dann bekommen diese Länder auch keine Entwicklungshilfe. Also wir müssen dort auch mal einen gewissen Druck ausüben als Deutschland und uns ein bisschen souveräner zeigen, dass wir natürlich dann sagen, wenn ihr eure eigenen Staatsbürger nicht zurücknehmen wollt, Kriminelle noch dazu, dann gibt es keine Entwicklungshilfe. Hier muss der Druck aufgebaut werden und hier muss es natürlich auch Verhandlungen geben mit dem Außenministerium, mit den einzelnen Staaten. Das ist bislang nicht passiert.
Nun gibt es Ausländer, die haben Angst vor der AfD, die sagen, wenn die AfD mit an die Regierung kommt, dann werden wir abgeschoben. Sie sagten jetzt, es geht bei Ihnen um das Zurückweisen nur um diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht haben und die und oder kriminell geworden sind. Können sich alle anderen Ausländer hier bezüglich der AfD sozusagen diese Sorgen sparen oder müssen die Angst haben? Muss niemand Angst haben. Ich möchte einfach, dass wir als souveräner Staat unsere Interessen wahrnehmen und dass wir unsere Gesetzgebung einhalten. Und das unterstützt die AfD. Wir wollen keine Ausländer ausweisen, die hier rechtschaffen sind, die sich hier integriert haben. Ich kenne selber viele in meinem eigenen Bekanntenkreis, und die auch AfD wählen, die sagen, wir müssen endlich als Rechtsstaat wieder souveräner werden und endlich unsere Gesetzgebung anwenden. Und das ist unsere Programmatik. Nirgendwo steht, dass wir irgendwelche Ausländer aus dem Land wollen, die hier integriert sind oder die hier bereits seit mehreren Generationen leben. Dann ist auch noch ein Kritikpunkt, dass Sie sozusagen die Nationalität an der Herkunft festmachen. Ist für Sie ein Ausländer mit deutschem Pass genauso ein Deutscher wie ein Deutscher, der hier in fünfter Generation lebt, oder machen Sie da Unterschiede? Da würde ich keine Unterschiede machen. Also Sie machen das Deutschsein, in Anführungszeichen, machen Sie am Pass fest. Ja, nicht nur am Pass. Es ist sicherlich so, man muss natürlich sich anschauen, wie teilweise Pässe in welcher Art und Weise auch Staatsbürgerschaften vergeben würden. Natürlich darf die Staatsbürgerschaft kein Geschenk sein, was man einfach so hergibt. Es müssen klare Kriterien da sein. Das heißt, Integrationswille muss da erkennbar sein. Natürlich auch die Sprache muss ordentlich verstanden sein und natürlich auch das Bekenntnis zum deutschen Grundgesetz. Das will ich ganz klar sagen. Das sind für mich alles Prämissen, um eine deutsche Staatsbürgerschaft, ähnlich wie in Kanada oder in Amerika, wo man auch ein Punktesystem, darüber kann man diskutieren, einführen kann, um eine Staatsbürgerschaft auch zu vergeben. Aber nochmal, wer sich zum Grundgesetz bekennt, wer hier keine Straftaten sich zu Schulden kommen hat lassen, wer sich hat einbürgern lassen, die Sprache gelernt hat, das ist für Sie, da machen Sie dann keinen Unterschied mehr. Da würde ich keinen Unterschied machen, nein. Auch wenn er noch einen Akzent hat zum Beispiel, der man einfach nicht mehr wegbekommt. Ja, wir haben ja teilweise alle selber einen Akzent. Also, das haben jetzt Sie gesagt, daher, nicht ich. Ja, ich sag mal so, es gibt ja verschiedene, also auch Dialekte in unserem Land. Also das ist für mich jetzt keine Prämisse, wo ich jetzt einen Unterschied machen würde, um Gottes Willen. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu den Wahlen. Jede politische Partei möchte ja, das ist ja per se die Definition, eine Machtperspektive. Die haben Sie im Moment nicht, weil Sie sozusagen die Aussätzige unter den Parteien sind. Wie wollen Sie da raus? Ja, das wird die Zukunft zeigen. Das mag vielleicht jetzt noch für die anderen Parteien schwierig sein. Die können sich das aktuell nicht vorstellen. Aber wir sind als einzige Alternative, als einzige Opposition wahrnehmbar. Und unsere Zeit wird kommen. Da bin ich absolut zuversichtlich. Die kommt meiner Meinung nach natürlich zuerst in ein Bundesland. Das ist mit allen neu gegründeten Parteien immer so gewesen. Ich denke, dass dann wahrscheinlich ein östliches Bundesland die Vorreiterrolle nehmen wird. Weil die Bürger immer mehr erkennen, dass wir die ehrlichere Politik anbieten und vor allem, dass wir als AfD deutsche und nationale Interessen vertreten. Und das machen die anderen Parteien nicht mehr. Und von daher schaue ich, was unsere Partei angeht, gelassen in die Zukunft. Es wird sich auch dort ein politischer Wandel einführen, bin ich ziemlich sicher. Wie fair ist der Wahlkampf gegenüber der AfD? Wie ungehindert und angstfrei können Ihre Mitglieder und Sympathisanten Wahlkampf betreiben? Ja, das erkennen wir und sehen wir ja jeden Tag in Form von Zeitungsberichten, die es dann teilweise gibt. Also wir haben schon schwierig, unsere Veranstaltung auch durchführen zu lassen. Wir haben sicherlich vor allen Dingen in den westlichen Bundesländern große Probleme, überhaupt Veranstaltungsorte zu finden. Antifa-Angriffe sind dort sehr stark vertreten. Die gibt es natürlich auch im Osten. Ich habe ja selbst solche Angriffe erlebt. Das ist natürlich schon eine gewisse Aggressivität in der gesamten Gesellschaft, die sich hauptsächlich durch die Medien gotiert, mit befeuert, indem man uns permanent als rechtsradikal, als Nazi-Partei beschimpft, gibt man eine gewisse Legitimation für wirklich Verrückte in diesem Land und auch für Extremisten, sozusagen die Legitimation, auch AfD angreifen zu können. Wir haben ja auch Infostände und auch Abgeordnete, die angegriffen wurden, körperlich. Das nehmen wir schon wahr und das ist natürlich auch für die gesamte Demokratie in diesem Land eher abträglich und ich hoffe, dass sich diese Stimmung auch mal irgendwann verbessert. Ich denke, sie verbessert sich, wenn die AfD auch ein Stück weit in Verantwortung kommt. Eine Doppelfrage. Nach den aktuellen Umfragen könnten wir eine linke Regierung bekommen. Sogar Rot-Rot-Grün ist im Bereich des Möglichen.
Wie stehen Sie dazu? Was erwarten Sie sich davon? Und das würde ja bedeuten, dass die CDU, die Union in die Opposition kommt. Und dann wären Sie natürlich in einer ganz anderen Rolle, weil bisher sind Sie Oppositionsführer und die anderen Oppositionsparteien sind eher links. Und dann hätten Sie plötzlich eine konservative Oppositionspartei. Also was würde so ein Wahlergebnis bedeuten für das Land, für die AfD? Es wird spannend und interessant, welche Konstellationen es gibt. Also ich vermute eher, dass es eine Ampelkoalition geben wird. Die FDP hat sich ja mittlerweile so positioniert, dass sie auf alle Fälle regieren will, egal mit wem. Herr Lindner hat schon den Finanzminister sozusagen in sein Brett gemeißelt. Das wird, ist meine Meinung, was wird, das wird, könnte passieren. Ja, im Endeffekt ist es fast egal, welche Koalition wir bekommen. Wir haben sowieso eine Linksregierung, die haben wir doch jetzt schon. Es wird, ist ja ein Trugschluss, jetzt eine rote Sockenkampagne von der CDU heraufzubeschwören oder das davor zu warnen, ein Linksruck. Die CDU selbst hat diesen Linksruck mit verursacht. Die CDU selbst toleriert in Thüringen eine Linkspartei, die an der Regierung ist mit einer Minderheit. Also sie macht ja fleißig mit. Sich jetzt hinzustellen und hier auf konservativ bürgerlich zu machen, halte ich ein Stück weit verlogen. Eine wirklich konservative Politik und eine konservative Partei gibt es eigentlich nur noch mit der AfD und für die CDU wird es schwierig. Die bekommt jetzt die Quittung für 16 Jahre verfehlte Politik von Angela Merkel. Man könnte die CDU nicht in der Opposition dann konservativer werden und damit sozusagen mehr in ihren Bereich eindringen? Das werden wir sehen, das werden wir mal abwarten, wie die CDU sich wandelt. Ich sehe das eher schwierig, weil natürlich unter 16 Jahren Merkel, wir sehen es an den Abgeordneten in Bund und Land, auch dort ein Personalwechsel stattgefunden hat. Man hat sehr wohl aussortiert, immer mehr konservative, patriotische Parteikollegen verlassen oder beziehungsweise sind nicht mehr in Parlamenten. Also hier hat sich mittlerweile auch so ein Trend eingeschlichen wie in den anderen Parteien. Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal mit guter Gehorsamkeit. Ich erkenne kaum noch dort konservative Positionen. Nehmen Sie nur Sachsen. Wenn ich unseren Ostbeschimpfungsbeauftragten sehe, Herr Wanderwitz, das hat doch nichts mehr mit CDU zu tun. Der hätte genauso gut in der Linkspartei oder in der SPD sein. Zum Abschluss nochmal das große Thema Corona. Wie sehen Sie die aktuellen Corona-Maßnahmen? Wie sehen Sie die 3G-Regeln? Was macht die Regierung falsch? Was macht sie richtig? Na gut, die Regierung auch mit der Verlängerung der pandemischen Lage, die ja auch knapp nur noch durch den Bundestag gekommen ist, versucht weiterhin die Bevölkerung zu spalten. Und die Zustimmung, auch was die Maßnahmen angeht, die sinkt ja immer mehr in der Bevölkerung. 2G und 3G, diese Regelungen lehnen wir ab. Wir haben schon vor einigen Monaten im Bundestag immer wieder darauf abgezielt, dass wir die Hospitalisierungszahlen in den Vordergrund ziehen wollen. Das macht ein Stück weit die Regierung, wenngleich wir trotzdem immer noch jeden Tag von Inzidenzzahlen reden, um die Panik anzuheizen. Die vierte Welle kommt, die sind hoch. Also für uns ist klar nochmal, wer infiziert ist mit Corona, ist noch lange nicht krank. Und das ist schon mal der erste Unterschied, der leider nie gemacht wird. Es wird alles in einen Topf geschmissen und wir müssen mit Corona leben, aber wir müssen ein bisschen die Gelassenheit zurückbekommen und auch den Pragmatismus, die Verhältnismäßigkeit muss in diesem Land wieder Einzug halten, was die Maßnahmen angeht. Die Wirtschaft ist nicht durch Corona kaputt gegangen und geschädigt worden, sondern durch die Maßnahmen. Es darf nie wieder einen Lockdown geben. Das ist für uns unverrückbar. Wir müssen mit diesem Virus leben. Wir können durchaus auch vulnerable Gruppen weiterhin schützen. Ich halte es für sinnvoll zum Beispiel, dass man in Altenheimen, aber auch in Krankenhäusern testet und dass man dort gegebenenfalls auch Maske trägt. Für die anderen Bereiche bin ich für die Aufhebung genau dieser Dinge. Also orientieren Sie sich eher am schwedischen Modell. So ist es, genau so ist es. Und der Vorwurf, dass Sie dadurch Menschenleben gefährden würden? Ja, das ist immer dieses typische, dieses Moralisieren der ganzen Angelegenheit. Und wir bekommen ja immer mehr Licht auch, was zum Beispiel die Todeszahlen angeht, wo man auch davon spricht, dass nicht 80.000 oder 90.000 Menschen an Corona gestorben sind, sondern mit Corona auch. Ja, dass man hier auch mehr Obduktionen durchführt und ergründet, was sind die wirklichen Ursachen. Wir wissen, dass das RKI falsche Zahlen bzw. auch ihre Statistiken eben mit Todesfällen auffüllt. Als Beispiel war ja in den Medien, denke ich, teilweise erkennbar, dass jemand, der vor einem Jahr an Corona erkrankt ist und ein Jahr später an einem Herzinfarkt gestorben ist, als Corona-Toter in die Statistik aufgenommen wird. Da würde ich mich mal interessieren, wie viel Prozent der Fälle so auch aufgenommen wurden, wie Statistiken zum Teil hier auch gefälscht bzw. auch falsch dargestellt wurden. Also man hat ja ein Stück weit diese Panik in die Bevölkerung mit hineingetragen. Das wirkt.
das Panikorchester Spahn und Lauterbach wirkt, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu behalten, um besser ihre Maßnahmen durchzusetzen. Wie gesagt, in allen Bereichen, auch was das Impfen angeht, merken und sehen wir immer mehr Fortschritt. Wir kriegen neue Studien, wie die Oxford-Studie, und sehen, dass es sehr wohl differenzierte Meinungen zu diesen ganzen Maßnahmen, aber auch zu den Vorgehen der Bundesregierung gibt. Ganz zum Schluss, bei wie viel Prozent sehen Sie die AfD am 26. September? Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir ein besseres Ergebnis als 2017 erzielen werden, dass wir weiter als einzig wahrnehmbare Opposition im Bundestag agieren werden, und wir werden den Finger weiter in die Wunde legen. Das ist die Aufgabe des Wählers und dafür werden wir gewählt. Also die letzten 3 Wochen werden wir nochmal richtig Gas geben, dass wir auch hier ein sehr gutes Ergebnis erzielen werden. Befürchten Sie Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen? Davon ist ja auch jetzt öfter die Rede, gerade bei Ihrer Anhängerschaft. Ja, was heißt befürchten? Ich meine, wir wissen alle auch vom Bundesverfassungsgericht, wie die Briefwahl insgesamt kritisch gesehen wird. Sie ist mit einigen Einschränkungen eben nicht die freiste Wahl, die es gibt. Deswegen auch unser Plädoyer für die Bürger: Gehen Sie bitte am 26. September in die Wahllokale. Der Postkasten ist keine Wahlurne. Sicher ist, wenn man am 26. wählen geht, da kann man wirklich frei und ungehindert wählen und die Entscheidung auch für sich selbst persönlich treffen. Ganz zum Schluss, wenn Angela Merkel jetzt sagen würde, sie möchte mit jedem der Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien ein Mini-Gespräch haben, 1 Minute, welche Ratschläge, welche Forderungen, was würden Sie der Kanzlerin sagen? Außer, dass sie gehen soll wahrscheinlich. Es wäre ja schon mal interessant, dass die Kanzlerin überhaupt mit uns spricht. Das ist ja sowieso ein Novum, dass man mit demokratischen Parteien bzw. mit Parteien des Bundestages, die legitimiert sind, sich ja immer permanent nicht sprechen möchte. Interessant fand ich die Aussagen jetzt von einigen CDU-Abgeordneten bzw. Vorsitzenden, auch Armin Laschet. Also die Kanzlerin spricht ja lieber mit der Taliban als mit der AfD. Das zeigt eigentlich ihr Demokratieverständnis, sagt eigentlich alles aus. Wir würden uns freuen, wenn diese Frau endlich abtritt. Sie hat so viel Schaden für dieses Land verursacht. Da werden wir noch jahrelang zu tun haben, um das wieder gut zu machen. Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Ich erinnere nochmal daran, heute mit mir im Interview Tino Chrupalla, der Co-Vorsitzende der AfD. Und auch das nochmal als Hinweis: Ich sehe Journalismus nicht darin, dass man das immer wie ein Verhör gestaltet. Es sind die meisten Interviews mit Herrn Chrupalla sind wie Verhöre. Und da kann man sich das alles ansehen. Mein Ziel war einmal einfach, die politischen Fragen auch durchzudiskutieren. Vielen Dank, alles Gute, auf Wiederhören. Vielen Dank, Herr Reitschuster. Machen Sie es gut. Tschüss. Reitschuster.de.